Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, die nächste Hitzewelle rollt wieder auf uns zu. Heute 23. Juli gegen die Mittagszeit rum haben wir jetzt hier auf dem Thermometer schon gute 35 Grad. Bei uns sehr, sehr heiß und die Hitzerekorde sollen in Deutschland möglicherweise gebrochen werden. Auch in den Benelux-Ländern, in unseren Nachbarländern droht die Hitzewelle und auch da wird wahrscheinlich der Hitzerekord gebrochen. Und es ist wichtig, dass man ein bisschen vorbereitet ist einfach auf die Hitze. Ich habe dazu in den letzten Tagen, Wochen, auch im letzten Jahr schon einige Videos gemacht. Ich möchte die für euch hier mal in der Playlist zusammenfassen. Heute Dienstag, wie gesagt, schon sehr warm. Am Mittwoch wird es auch noch mal wärmer und am Donnerstag soll dann der heißeste Tag werden. Bis zu 41 Grad ist am Niederrhein erwartet und in anderen Bereichen von Deutschland wird es auch in der Regel weit über 30 Grad werden. Das heißt, mit der Hitze kann man richtig zu kämpfen haben. Euer Garten kann richtig zu kämpfen haben. Da müsst ihr einige Vorkehrungen treffen. Auch dazu habe ich ausreichend genug Videos gemacht, auf die ich hier an der Stelle mal hinweisen möchte. Guckt euch, wie gesagt, die Playliste an. Da sind viele Hinweise, auch zum Beispiel, wie man sein Schlafzimmer oder das Haus etwas runterkühlen kann, so dass man einfach abends besser schlafen kann, dass man morgens nicht so zerknittert zur Arbeit wieder gehen muss. Der nächste Tag kann dann nämlich extrem lange werden, weil die Hitze einen ohnehin schon fertig macht und wenn man dann nicht ausgeschlafen ist, ist das Ganze nochmal viel, viel anstrengender. Ja, ansonsten, vielleicht hat der ein oder andere von euch auch Glück und hat Urlaub. Schreibt es mal rein in die Kommentare, wer arbeiten muss und wer Urlaub hat. Dann natürlich gilt, die Hitze zu genießen. Ich habe Glück, ich habe Urlaub für meinen Teil. Das heißt, mich wird man wahrscheinlich das ein oder andere Mal jetzt die nächsten Tage an irgendeinem See oder am Freibad antreffen. Und ich werde mir versuchen, da ein schattiges Plätzchen einfach zu suchen und dann so gut wie es geht durch den Tag zu kommen. Ja, schreibt mal rein, wie ihr die Hitze übersteht, was ihr für Tipps und Tricks auch habt, um gegen diese Hitzewelle anzukommen. Und schreibt auch mal rein, wie heiß es bei euch ist. Das interessiert mich am besten auch so grob der Ort. Ihr braucht jetzt nicht eure genaue Adresse angeben. Das würde ich euch nicht unbedingt empfehlen. Einfach vielleicht mal, in welcher Stadt ihr wohnt oder nächstgrößere Stadt und wie heiß es da ist, könnt ihr unten gerne mal in die Kommentare loswerden. Ja, ansonsten wünsche ich euch natürlich, dass ihr alle gut und gesund durch die Hitze kommt. Schaut euch nochmal, wie gesagt, die Playliste an und die Wetteraussichten in den nächsten 3 Tagen sind, wie gesagt, wirklich sehr, sehr heiß. Bis zum Wochenende, am Sonntag, sollen die Temperaturen dann wieder etwas runtergehen, aber auch auf 30 Grad liegen. Und wenn man den Wetteraussichten glaubt, wird die nächste Woche darauf auch so. Und steht im Prinzip jetzt eine richtige Hitzeperiode, Hitzewelle an die nächsten Tage. Und ich hoffe, ihr kommt alle gut durch. Und wer es kann, nicht arbeiten gehen muss, vielleicht könnt ihr die Hitze auch genießen, im Freibad oder irgendwo anders. Macht einfach das Beste draus und kommt gut durch die Hitze. Und ich hoffe, dass euch hier mein Video und auch die Playliste gefällt. Wenn ja, lasst einfach einen Daumen nach oben da. Abonniert doch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.